herzlich willkommen zu der zweiten Logline-Sendung überhaupt. Ich bin Niklas. Und ich bin Fabian. Heute haben wir wieder spannende, tolle und coole Beiträge für euch. Und sogar ein Interview mit dem Stargast Thomas Vizzani. Aber jetzt erst einmal, was ist eigentlich Logline? Das erklärt uns Theo. Logline ist die neue Jugendsendung auf FS1 Community TV Salzburg. Warte mal, eure Stimmen kenne ich doch schon richtig. Wir sind die ehemaligen Girls and Boys von SoTV. SoTV, die ehemalige Jugendsendung, haben wir einfach relaunched, um sie noch besser, noch cooler und noch unterhaltsamer zu machen. SoTV existierte bereits seit Dezember 2014 und nun war es einfach mal an der Zeit. Trotzdem sind wir stolz auf unsere Sendungen und blicken auf viele schöne On-Air-Stunden und Highlights zurück. Doch zurück zu Logline. Der Name Logline kommt übrigens aus dem Filmbereich und bedeutet die Beschreibung eines Filmes in nur einem Satz. Da wir aber viel mehr und viel länger bräuchten, als uns selber in einem Satz zu beschreiben, würden wir euch vorschlagen, lasst euch einfach überraschen, liked unsere Facebook-Seite und schaut auf Instagram vorbei. Wir haben wirklich viele Leute, die hinter Logline stecken. Wir haben Kameramänner, Regisseure und sogar Moderatoren. Naja, das ist ja eh klar. Außerdem haben wir auch vieles mehr. Und eine unserer Kolleginnen und Kollegen haben wir nun hier. Hi Sabi. Hi. Hallo. Wie lange bist du eigentlich schon bei Logline, beziehungsweise früher ja eigentlich SoTV? Ah, das ist jetzt ein bisschen mehr als 2 Jahre her, wo ich das erste Mal zu SoTV gekommen bin. Wow, ja. Das ist echt viel, das ist wirklich lange. Ja, voll. Aber... Wie gesagt, gibt es viel zu tun bei Logline. Was tust du am liebsten und warum? Oh Gott, das ist eine gute Frage. Ich mache echt viel und ich mache echt viel gern. Moderation ist zum Beispiel hin und wieder echt lustig. Und ich mache auch viel Beiträge, das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Und an die Beiträge machen, finde ich das Filmen an sich ehrlich gesagt am besten. Echt cool. Und wie lange brauchst du dann eigentlich für die Beiträge zum Schneiden und zum Filmen und das Ganze? Das dauert meistens echt lang, weil man auch voll lang Musik suchen muss, aber es zahlt sich dann im Endeffekt echt aus, weil man dann das Ganze sieht, wo man echt viel Zeit reingesteckt hat. Es sind bei mir meistens 6 Stunden und aufwärts. Also man ist dann echt stolz auf die Arbeit. Ja, das glaube ich. Und jetzt dürfen wir einen kleinen Einblick in dein Leben werfen. Film ab. Hey, mein Name ist Sabine, aber ich bevorzuge ehrlich gesagt Sabi. Ich liebe es, kreativ zu sein, zu lesen, zu fotografieren und zu filmen. Das bin ich und das sind einige meiner Fotos. Und hier ein kleiner Einblick in meine Welt. Thank you.
das bin ich. Cool. Unsere Kollegin Ile macht gerade einen Schüleraustausch in Italien. Dort war sie dann im Aquario di Genova. Und was sie dort alles erlebt hat, seht ihr jetzt. Parents and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out, out on a terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down. You look so proud, standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town, on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Show them we are. Show them we are. Let's show them we are. 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 Okay, und jetzt haben wir einen ganz besonderen Gast hier im Studio. Und zwar Thomas Vizzani, Karikaturist und Architekt. Willkommen, Herr Vizzani. Willkommen. Danke, dass ich bei euch sein darf. Freut mich sehr. Wenn Sie an Ihre Arbeit denken, wie viel Prozent der Zeit wird in Architektur eingeteilt und wie viel in Ihren Zeichnungen? Ich habe zwar Architektur studiert, das ist eigentlich mein erlernter Beruf, und Karikaturist bin ich ja nur so über die Zeit geworden, das war eigentlich ein Hobby. Und jetzt bin ich in der super Lage eigentlich, dass mein Hobby zum Beruf geworden ist, und mein eigentlicher Beruf ist eigentlich ein Hobby. Also als Architekt mache ich eigentlich nur mehr ganz wenig. Ich habe zum Bauen vor 10 Jahren schon aufgehört, also Häuser baue ich schon lange nicht mehr. Aber was doch hin und wieder geschieht, ist, dass ich ganz tolle Aufträge kriege, zum Beispiel Museen zu gestalten. Und so habe ich in den letzten Jahren in Salzburg das Mozart-Geburtshaus gestaltet und so weiter, auch das im Domquartier das St. Peter-Museum. Und das nimmt aber dann, wenn ich es mache, relativ viel Zeit ein, also dann schon die Hälfte mindestens von meiner Arbeit. Aber normalerweise übers Jahr gesehen mache ich vielleicht nur mehr 5-10% Architektur und der Rest ist Karikatur. Okay, also wann haben Sie dann eigentlich begonnen, das Karikaturzeichnen auszuprägen und mehr zu... Naja, es ist, glaube ich, so ähnlich wie es mit euch als Journalisten ist. Ich habe in dem Alter, wie ihr jetzt seid, ungefähr begonnen, einfach in der Schule Karikaturen zu zeichnen. Ja. Meistens über irgendwelche Lehrer, die mir ziemlich auf den Nerv gegangen sind. Und das war dann irgendwie eine super Gelegenheit, ihnen ein bisschen gemein zu sein. Ja. Und dann hat es ganz leicht begonnen mit Schülerzeitungen und so Dingen. Und dann bin ich über Zufälle bei den Salzburger Nachrichten gelandet, vor 30 Jahren inzwischen. Ja. Wow. Und habe dann auch dort, da war ich jetzt so der zweite Zeichner, weil es gab schon einen ganz tollen Zeichner dort, den Helmut Hütter. Mhm. Der war so in der Position, wie ich jetzt ungefähr bin, ja, schon der lange arrivierte, dort angekommene Zeichner.
Und der hat sozusagen die großen wichtigen Themen gezeichnet, also die große Politik, die Weltpolitik und die österreichische Politik. Und ich kam als ganz junger da dazu und durfte dann die ersten 10 Jahre hauptsächlich die Lokalpolitik zeichnen, also über Salzburg, Stadt und Land. Und dann, ja, das ist immer mehr und mehr geworden und nach vor jetzt ungefähr 7, 8 Jahren konnte der Helmut Hütter nicht mehr, weil er dann eben zu alt war und nicht mehr ganz gesund. Ja. Und dann habe ich auch den seinen Teil übernommen. Ja, und jetzt mache ich sozusagen das ganze Paket. Cool. Ja. Und kann man das Zeichnen lernen oder ist das ein Naturtalent? Ja, also ich glaube, dass viele Leute das Talent haben zu zeichnen. Ich habe das Riesenglück gehabt, dass ich auch dann die Möglichkeit gekriegt habe, sozusagen für eine Zeitung zu zeichnen. Also ich kenne schon viele auch junge Burschen und Mädels, so wie ihr seid, die einfach toll zeichnen können. Aber wenn du halt nie gefragt bist von einer Zeitung, kannst du für uns was machen, dann wirst du sozusagen nie professionell das ausüben. Und bei mir war es auch so, ich habe es eigentlich nie wirklich gelernt. Also ich habe halt immer wie viele gern gezeichnet und dann eben die Gelegenheit gekriegt, sozusagen für Zeitungen das zu machen. Und dann wächst man eigentlich so learning by doing. Also ich habe jetzt keine Zeichenausbildung und es gibt auch für Karikaturisten irgendwie keine Schule in dem Sinn. Aber es gibt natürlich Zeichner, die halt vielleicht vorher mal Grafiker waren und dann in die Karikatur hineingerutscht bin. Ich war eben, oder bin halt eigentlich Architekt, wo man auch immer viel zeichnet und dann sozusagen halt schon am Zeichnen, übers Zeichnen sich ausdrückt. Aber ich kenne zum Beispiel einen anderen ganz tollen Karikaturisten, den Michael Bamesberger, der zeichnet für den Kurier und der ist zum Beispiel gelernter Rechtsanwalt. Also der hat Jus studiert, hat sich auch nie in einer Schule, also in einer Zeichenschule extra was gelernt, sondern einfach halt auch ein Hobby gewesen bei ihm und ist dann halt zum Beruf geworden. Ja, das ist cool. Das ist einfach Leben dann. Ja, das ist das Schönste, wenn im Leben die Dinge so passieren einfach. Also ich bin schon froh, dass ich Architektur studiert habe, weil es einfach ein tolles Studium war, ein toller Beruf ist. Klar. Aber letztlich bin ich jetzt ganz woanders gelandet. Und man weiß im Leben oft nie, was man für was macht. Ja. Also ich glaube, wichtig ist, dass man einfach offen bleibt. Und wenn irgendwann kommen Dinge daher. Und bei mir war es doch sehr oft so, muss ich sagen, jetzt mit meiner doch schon Lebenserfahrung, ja, dass oft Dinge, von denen ich mir überhaupt nichts erwartet habe, dann irgendwie ganz wichtig geworden sind. Ja. Und andere Projekte, wo ich mir gedacht habe, das wird jetzt total wichtig und da muss ich jetzt wahnsinnig viel Zeit investieren und es wird ganz was Tolles werden, ist dann eigentlich nichts draus geworden. Ja. Also kann man nicht immer so sagen, dass es so sein wird, aber die Erfahrung ist doch so, dass oft Sachen, ja, wo man sich nichts erwartet, dann eigentlich was Tolles draus wird. Ja, wie Forrest Gump schon sagte, das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Ja. Man weiß nie, was kommt. Ja, genau. Man muss nur zugreifen und essen. Genau. Nur hinschauen ist nicht genug. Genau. Sie haben ja vor kurzem ein Buch rausgebracht, das heißt bezeichnet Tee wie Zani. Ja. Und ich habe mir aus Ihrem Buch eine Karikatur herausgesucht, und zwar diplomatisches Hardcore. Aha, okay. So, das ist. Und was wollen Sie mit diesem Bild bewirken? Naja, also dieses Buch, muss ich kurz ausholen, sind die Karikaturen der letzten 7 Jahre. Ich habe vorher schon von davor einige Bücher gemacht und ich wollte die letzten 7 Jahre da zusammenfassen. Und ich habe auch zu diesen Zeichnungen danach recherchiert noch einmal und kleine Texte dazu geschrieben, damit die Leute noch einmal wissen, worum ging es eigentlich damals, als diese Zeichnung gezeichnet wurde. Weil natürlich Karikaturen eine spezielle Eigenschaft haben, dass sie immer gut sind, wenn sie frisch sind, sozusagen täglich. Dann werden sie eigentlich uninteressant und dann später kriegen sie aber wieder eine Qualität, weil sie so Zeitdokumente eigentlich sind. Ja. Und in dem Fall, das ist jetzt, muss ich selber schauen, wie lange es her ist, 2012, also jetzt bald 5 Jahre her, da gab es eine Diskussion in der österreichischen Innenpolitik, dass eigentlich viele Politiker, die keine Diplomaten haben, sich über irgendwelche Umwege und Beziehungen Diplomatenpässe organisiert haben. Und wenn ein Mensch einen Diplomatenpass hat, hat er eigentlich viele Privilegien. Er braucht sich beim Flughafen nicht in der langen Reihe anstellen, er wird nicht so kontrolliert wie andere Menschen. Also es ist ein Privileg, eigentlich einen Diplomatenpass zu haben. Und da war halt das Thema, dass es einige Politiker gab, meistens auch die sowieso dann irgendwie anderswertig auch Dreck am Stecken hatten, die sich halt diesen über Tricks und Umwege diese Pässe organisiert haben und sich dann halt wieder irgendwie Privilegien herausgeholt haben. Und das war damals sozusagen der Anlass. Okay. Also hat sich jemals eigentlich jemand bei Ihnen beschwert oder
Karikatur? Nein, also die Politiker eigentlich nie, weil die Politiker sind ja sehr professionell und die wissen ganz genau, das Schlimmste für sie ist eigentlich, wenn sie nicht gezeichnet werden. Ja? Also es ist für sie besser, wenn sie einmal in der Karikatur ein bisschen verrissen werden und vielleicht auch ein bisschen durch den Kakao gezogen werden. Aber wichtig ist, dass sie präsent sind und dass die Leute über sie reden. Und deswegen sind sie eigentlich nicht böse, wenn man sie zeichnet. Ja? Natürlich kommt es auch schon ein bisschen darauf an, wie man sie zeichnet, aber ich habe sowieso, glaube ich, eine Art, jetzt nicht zu aggressiv das Ganze anzugehen. Insofern gab es da nie Probleme. Es gibt allerdings andere, sozusagen Berufsgruppen oder auch Typen, von denen ich eigentlich immer ausgehen kann, wenn ich die zeichne, dann werden sie sich sicher beschweren. Ja? Okay. Und es sind halt meistens, also ich meine, ganz schlimm ist es in anderen Ländern, wenn du über Mohammed-Karikaturen zeichnest, dann kannst du schon einmal davon ausgehen, das ist nicht ganz ungefährlich. In Österreich leben wir zum Glück in einem Umfeld, wo das jetzt nicht so heiß gegessen wird. Frankreich schaut es da schon anders aus. Aber dann gibt es schon halt Gruppen, Hundebesitzer zum Beispiel, wenn ich irgendeine Karikatur mache, wo es um Hundekode auf den Straßen geht, dann kann ich mir hundertprozentig sicher sein, dass dann irgendwelche Hundebesitzer mir schreiben werden, dass es ganz unfair ist, was ich da gezeichnet habe und die armen Tierchen und so weiter. Okay. Also da gibt es ein paar andere, gibt es auch noch, wo man sich schon weiß, okay, wenn ich das zeichne, weiß ich ganz genau, dann kommt die Reaktion. Okay. Ja, und wo liegen die Grenzen bei einer Karikatur? Das ist eine sehr gute und sehr schwierige Frage auch, weil natürlich leben wir ja zum Glück hier in Europa und in Österreich in einem Umfeld, wo man sagt, es gibt eine Freiheit der Kunst und eine Freiheit der Meinungsfreiheit und so weiter. Und es ist natürlich für uns Karikaturisten sehr wichtig, dass wir das auch ausnutzen und sagen, wir sind einmal kreativ und frei und können uns ausdrücken, so wie wir wollen, und da darf es keine Limits geben. Und ich bin sehr froh, dass es grundsätzlich so ist, dass wir sagen, eigentlich gehen wir davon aus, dass es einmal kein Limit gibt, ja. Und es gibt aber dann doch Kabarettisten und Karikaturisten, die das meiner Meinung nach ein bisschen falsch verstehen, also meine persönliche Meinung, und damit meinen, sie müssen jetzt unbedingt das alles immer ausnützen und immer so aggressiv und so böse und so, wie soll ich sagen, teilweise auch ordinär und so zu sein, so weit es irgendwie möglich ist. Ja. Ja. Und ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich denke mir, Freiheit bedeutet ja nicht immer, dass ich alles machen muss, was geht, sondern dass ich mir es aussuchen kann. Und das ist eigentlich die Freiheit, dass mich niemand zwingen kann, wie ich es machen muss, weder in der einen noch in der anderen Richtung. Und dann, glaube ich, ist es ganz wichtig bei jedem Künstler überhaupt, nicht nur bei Karikaturisten, dass man in sich selber hineinhört und ein Gefühl dafür entwickelt, was finde ich jetzt gut und was finde ich passend und was entspricht auch irgendwie meiner Mentalität, und danach dann zeichne. Und da ist es bei mir schon so, dass ich sage, ich bin der Meinung, eine Karikatur soll schon irgendwie bissig sein, und sie soll ein bisschen natürlich schon auch eine Ironie natürlich mit sich bringen, aber sie muss nicht beleidigend sein. Also sie soll, glaube ich, gar nicht beleidigend sein, sondern sie soll halt auf eine raffinierte Art halt irgendwie Dinge von verschiedenen Seiten beleuchten und die Leute zum Nachdenken bringen. Und das kann man vielleicht oft besser mit einer ein bisschen hintergründigen Ironie, als wenn man mit dem Holzhammer so hinklopft. Ja. Aber es gibt andere Karikaturisten, die das ganz toll machen, die sehr aggressive, tolle Karikaturen machen. Und das finde ich auch gut, dass das möglich ist. Aber ich persönlich versuche es halt ein bisschen durch die Blume auszudrücken. Okay, bevor wir dieses Interview jetzt beenden, haben wir hier noch was voll Cooles. Und zwar ist das die frisch gepresste Salzburger Nachrichtenzeitung. Und hier ist auch auf der Titelseite das Bild von Ihnen, das heute rausgekommen ist. Wann haben Sie das Bild abgegeben? Ja, also ich muss ja immer ganz aktuell die Zeichnungen machen. So habe ich diese Zeichnung jetzt ziemlich genau vor 24 Stunden gestern gezeichnet. Also für die Farbzeichnungen am Wochenende auf der Titelseite fahre ich immer am Freitag in die Redaktion. Okay. Weil ich einfach ganz gern auch einmal meine Kollegen sehe. Normalerweise zeichne ich von zu Hause aus. Und da fahre ich immer hin und habe dann halt gestern mit dem Chefredakteur besprochen, was er schreiben wird. Und ich habe mich dann hingesetzt und überlegt, was könnte ich dazu zeichnen. Und das Thema diese Woche war, weil die Salzburger Nachrichten jetzt seit 20 Jahren im Internet sind, dass dann Manfred Berterer, unser Chefredakteur, eben über Fake News, Hasspostings und das Postfaktische geschrieben hat.
Und dadurch ist die Karikatur dann auch zu diesem Thema sozusagen, wie Information im Internet oft sozusagen verbogen wird oder Fake News eben gemacht werden und es für die Menschen nicht mehr so richtig leicht ist, die Wahrheit wirklich herauszufiltern. Ja? Also sagen, da die Wahrheit, die von einem umgebauten Like-Symbol von Facebook jetzt sozusagen K.O. geschlagen wird. Ja? Cool. Mhm. Voll interessant. Ja. Gut, dann vielen Dank, dass Sie hier bei uns für das Interview sich Zeit genommen Gerne. Haben. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, ich wünsche euch auch alles Gute und ich finde toll, dass ihr so junge Journalisten schon seid, weil ich bin ja auch schon lange in dieser Branche, nicht im Fernsehen, sondern im Printmedium. Ja. Aber ich kann euch nur alles Gute wünschen und sagen, dass ihr so weitermachen sollt. Danke. Gratuliere euch. Danke. Gut, und jetzt geht's weiter mit einem Beitrag von Emma und Katrin und die zeigen uns, was man mit Farben alles so machen kann. Jetzt leider eine traurige Nachricht. Loglan ist zu Ende. Aber es ist nicht für immer. Denn es gibt ja auch noch ein nächstes Mal und das ist im nächsten Monat. Wenn ihr mehr von uns in der Zwischenzeit erfahren wollt, dann folgt uns einfach auf Instagram. Ciao! Wieder schon. Wieso wieder schon? Ja. Wieso? Können wir vielleicht nochmal? Das macht Spaß.